19. Mal veranstalten wir jetzt den Weihnachtsmarkt. Und in jedem Jahr wird die Atmosphäre schöner, enger, immer mehr Leute kommen, aber auch Leute mit großem Interesse. Und das finde ich das Schöne. Und dass Eltern, die es gestalten, Schülerinnen und Schüler so dabei sind, dass wirklich der Weihnachtsmarkt eine Veranstaltung der Europaschule ist. Und das finde ich das Tolle dabei. Frau Kotz möchte jetzt einen Kalender, deshalb muss ich jetzt eben hier rüberschwenken. Das finde ich so toll. Frau Kotz, ich freue mich, dass ich Ihnen einen Kalender geben darf. Bitte schön. Kostet 10 Euro. Ist wunderschön, der Kalender. Ist nämlich gestaltet mit allen Tellern aus der Ausstellung, die wir hatten. Ah, da erkenne ich ja einen wieder. Ja, super. Mit Deutschland mit Herz in Europa. Da haben wir diesen Kalender gestaltet. Und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben haben Teller gestaltet. Und wir daraus, nachdem die Teller bei uns eingesandt wurden, haben wir daraus einen Kalender gemacht. Und Sie freuen sich, diesen Kalender auch zu nehmen. Was habt ihr denn für den Weihnachtsbazar gemacht? Also wir haben Öle und Essige vorbereitet und halt da auch selber etwas reingefüllt, zum Beispiel Rosmarin oder Knoblauch oder Steinpilze. Wir haben Sachen aus Peru. Wir haben ein Projekt in Peru. Die Schule hier hat auch zeitweise mal ein Partnerprojekt in Peru gehabt. Und diese Sachen werden alle in Peru hergestellt. Und die Leute verdienen damit ihren Lebensunterhalt, damit sie etwas zu essen haben und sowas. Ne? Wir haben sehr viel eingenommen. Das sind aber viele tolle Sachen. Ja. Hat ja auch unsere tolle Klasse gemacht, ne? Aber die meisten Sachen sind ja schon weg. Ist ja schon mindestens die Hälfte weg. Ja. Oh, danke! Haben Sie sich auch schon einen Punsch genehmigt? Ja, ich habe mir einen alkoholfreien Punsch genehmigt. Hallo. Gut, danke. Lecker, sehr gut. Gut, danke. Von wem sind Sie? Schöne Träume mit den Träumfängern? Ja, ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Gut, danke. Tschüss. Für das Essen ist auch gut gesorgt. Ja, das stimmt. Und Ihnen schmeckt es? Gut, danke. Wie finden Sie den diesjährigen Weihnachtsmarkt? Ach ja, ich finde den eigentlich wieder ganz schön, wie letztes Jahr halt. Bis jetzt gut. Bis jetzt hat es mir gefallen. Also, aber ich muss mich noch weiter umgucken. Gut. Ja, besser als im letzten Jahr, aber die Pommes wurden leider, also von meiner Klasse, wurden leider nicht zugelassen, weil der Strom nicht funktioniert hat. Aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Eigentlich ganz gut. Also ich finde den sehr schön. Aber es ist der erste, den ich hier sehe. Darum kann ich das nicht so beurteilen, wie die anderen waren. Gut. Ja, ich auch. Ach ja, ich finde den wie jedes Jahr sehr, sehr voll und sehr schön und sehr stimmungsvoll. Diesjährige Weihnachtsbazar auf der Europaschule in Bornheim 2007. Oh ja, okay.